Also ich muss schon sagen, der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist schon krass. Also im Frühling geht's noch, aber wirklich im Sommer, speziell im Hochsommer, ist er echt oft platt. Also sucht er immer selbstständig schon den Schatten. Und hat zwar den Vorteil, dass man nicht so viel laufen muss, aber der ist manchmal echt nicht zu bewegen. Wie so eine englische Bulldogge. Den musst du manchmal ziehen. Des Weiteren, wenn er so im Sommer rumläuft, kennt ihr ja vielleicht diese komischen Fliegen, ich weiß nicht, was sie sind. Die hängen immer in diesem Pferdehaar. Und die hat er auch. Ich glaube, die denken, der ist ein Pferd. Manchmal hat er so 3-4 Stück an seinem Fell hängen. Die machen zwar nichts, die stechen zwar nicht und so, aber sieht schon echt komisch aus. Aber eben im Winter ist er echt nicht tot zu bekommen. Oder im Frühling oder Herbst, aber im Sommer ist schon eine ganz andere Geschichte. So am Abend geht's, aber wenn wirklich die Sonne draußen ist, dann ist bei ihm Tutti. Obwohl ich sagen muss, er liegt bei uns zu Hause immer auf dem Balkon und sonnt sich dort. Dann säuft er was, dann legt er sich wieder dorthin.